Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir an die Enduro-Fahrer da draußen. Und zwar habe ich heute mal mein erstes Review und das erste Review geht über Motorradbekleidung. Ich habe jetzt mittlerweile in der ganzen Zeit tausende von Videos gesehen und tausende von Reviews und Produktempfehlungen von irgendwelchen Leuten, die einmal auch Textilbekleidung zeigen, und für mich gehört einfach noch viel mehr dazu als nur die reine Motorradbekleidung. Und bei mir geht es diesmal darum, wie kombiniere ich meine Motorradbekleidung oder was trage ich persönlich für Motorradbekleidung für verschiedene Anlässe, zum Beispiel Motorradreisen, Endurofahren und so weiter. Ja, und auch für den normalen Alltag natürlich. Und bei mir geht es jetzt darum, das in eine Zwiebelkombination alles in eins zu packen. Und zwar werde ich jetzt verschiedene Teile euch zeigen, die ich für mich persönlich als sinnvoll finde. Und da fange ich natürlich bei der Zwiebelschicht an erster Stelle mit der ersten Bekleidung an. Und zwar das, was ich unter meiner Motorradbekleidung trage. Und das ist Funktionsbekleidung, sprich Funktionsunterwäsche. Und was ich da für euch persönlich empfehlen würde. Da würde ich ganz gerne jetzt mit der ersten Bekleidungsschicht anfangen, und zwar für die Übergangszeit oder Winterzeit trage ich persönlich ganz gerne solche Synthetik-T-Shirts. Das ist jetzt eine normale Funktionbekleidung, die ist jetzt innen drin mit Fliesenbüschen gefüttert, was auch sehr angenehm zu tragen ist. Problem bei so Polyester ist, dass es natürlich kein Naturprodukt ist. Also es fängt relativ schnell an mit Muffen. Also 2-3 Tage kann man das Ding tragen und dann gehört es für mich in die Wäsche. Allerdings jetzt, wenn es um Motorradreisen geht, macht mir das überhaupt nichts aus, weil da bin ich eben extrem Belastungen ausgesetzt. Und dann kann man jetzt auch nicht massig an Klamotten mitschleppen. Von daher ist es dann kein Problem, dann auch, wenn die ganze Motorradkluft stinkt, dann das Ding einfach drunter zu lassen, ist okay. Man kann das, der Vorteil davon ist eben auch, dass man es mal schnell auswaschen kann. Mal schnell, auch gerade in Spanien, in wärmeren Regionen, hängt man es dann raus, dann ist es dann am nächsten Tag trocken, kann man wieder anziehen. Ist echt super. Und das empfehle ich ganz gerne, weil es eben auch einen längeren Kragen hat. Der geht bis zur Mitte des Halses und das ist sehr angenehm, da dann eben weniger Wind unter den Helm ziehen kann. Das finde ich ganz gut. Gerne als zweite Schicht noch so ein Funktionsshirt, was eben ein bisschen dicker ist, auch wieder mit Vlies gefüttert. Das Vlies hat hier so kleine Luftschlitze, das ist dafür da, dass eben der Schweiß nach draußen transportiert wird, also wie gesagt die Flüssigkeit. Und das Vlies, was jetzt hier sozusagen in kleinen Reihen angeordnet ist, sorgt dann für die Wärme, dass eben die Luft, die an das Material oben rankommt, in wärmere Temperaturen umgewandelt wird, in wärmere Luft. Und da benutze ich auch ganz gerne so ein Funktionsshirt. Als zweite Schicht, wenn es ein bisschen kühler wird, habe ich jetzt für mich so eine Funktionsweste. Das Gute an der Funktionsweste ist, dass sie aus Merino-Wolle besteht, also 50% Merino, 50% eben Synthetik. Und da ist es eben ganz gut, das mufft jetzt nicht so schnell durch dieses Merino, durch die Merino-Wolle. Bei der Merino-Wolle Bakterien, also Bakterien, die ja logischerweise dann den Schweiß produzieren, ja, vertreiben, also die mögen das eben nicht, die Bakterien, diese Merino-Wolle, und dementsprechend entstehen eben weniger Gerüche und Ablagerungen von den Bakterien. Und deswegen empfehle ich das sehr gerne, weil es eben auch sehr gut warm hält und es ist eben nicht so luftdurchlässig. Also der Wind wird regelrecht abgestoßen und der Schweiß wird sehr gut durch dieses Synthetikmaterial hier innen drin sehr gut austransportiert. Ne? Da sind so kleine Luftlöcher und dementsprechend wird dann somit die wärmere Luft, die dann irgendwann sich im Körper ansammelt, auch wieder nach draußen transportiert. Weil wir ja gerade noch bei kühleren Temperaturen sind, habe ich jetzt noch eine Schicht, die ist dafür da, wenn es wirklich echt kalt ist oder ihr euch erstmal noch an die Temperaturen draußen gewöhnen müsst. Ziehe ich ganz gerne immer noch, der Stoff nennt sich Primaloft oder Hybridjacke, ziehe ich ganz gerne diese Jacke hier noch über. Der Vorteil an dieser Jacke ist ganz einfach, sie ist sehr leicht, sie ist windundurchlässig, sie ist sehr warm und die Kapuze kann man sich auch mal schnell wegstecken, gerade beim Motorradfahren, weil sonst die Kapuze hinten rumflattert. Ja, kann jeder selber entscheiden. Man kann es auch direkt unter den Helm ziehen, weil sie eben ein sehr dünnes, elastisches Material hat.
Also ich mag die Jacke sehr, sehr gern, weil ich auch außerhalb vom Motorradfahren diese Jacke in der Freizeit tragen kann, zum Bergsteigen, zum Wandern, je nachdem, wo man mit dem Motorrad hinfährt. Wie gesagt, sie kann man auch sehr klein machen. Sie hat zusätzlich auch noch so ein kleines Packel mit dabei. Das kann man hier oben zumachen, kann man sich irgendwo dranhängen. Und was ich immer ganz praktisch finde bei solchen Packs, die mit dabei sind, man kann die Jacke so jetzt, wie sie ist, reinstopfen. Also es muss jetzt nicht wunderschön aussehen. Hauptsache, sie ist drin. Und wenn dann eben noch ein bisschen Platz ist, also das Material von dieser kleinen Tasche ist auch so, dass man da noch andere Sachen mit reinstopfen kann, geht das dann schnell in so ein Packen. Also man kann es auch noch kleiner machen. Aber hier dieses Pack ist jetzt sicherlich kein Problem, das irgendwo in Motorradgepäck zu verstauen. Also da gibt es sicherlich noch größere Sachen. Trage ich sehr gerne solche Enduro-Socken. Die Enduro-Socken haben den Vorteil, dass sie erstens richtig gut mit dem Stiefel zusammenpassen und eben auch einen besseren Sitz ermöglichen. Es ist bequemer. Und ja, wenn man jetzt im Stiefel wirklich permanent schwitzt, weil es eben warm ist oder kalt ist, dann sind die Socken wirklich genial, weil man kommt schnell aus dem Stiefel raus und schnell in den Stiefel rein. Halswärmer, die kann man sich hier ganz normal über den Kopf ziehen oder hier als Stirnband auch machen oder unter den Helm ziehen. Das geht auch immer ganz gut. Trage ich sowohl beim richtigen Enduro von, als wie auch nur beim Enduro wandern oder auf Reisen, trage ich immer sehr gern drunter, weil es eben ein angenehmeres Gefühl unter dem Motorradhelm ist. Und sehen kann, ist das eine sehr warme, angenehme Hose. Neopren ist ja auch dafür zuständig, dass es die Wärme innen drin behält. Einziger Nachteil, den ich jetzt hier bei der Hose habe, ist, dass wenn man einmal schwitzt, bleibt die Nässe in der Hose drin. Das ist bei Neopren leider so, dass es dann sehr schnell an die Grenzen des Abtransportes vom Schweiß kommt. So viel dazu. Jetzt komme ich nach oben. Oben hin trage ich als Funktionsunterwäsche, wenn es eben doch kälter ist. Und gerade an den Fingern merkt man das sehr, sehr schnell, dass es kälter ist. Ich habe jetzt noch Heizgriffe. Aber wenn ein Heizgriff gerade kaputt ist, merkt man das eben auch. Und ich trage trotzdem gerne auch zum Enduro-Fahren. Anfangs immer sehr gern hier diese, das heißt jetzt Thermobrühe, also solche Thermohandschuhe. Und die kann man dann ganz gut noch mit anderen Thermohandschuhen kombinieren. Das ist jetzt auch einer aus dem Neopren. Ist auch ein bisschen wind- und wasserdicht, aber ja, wie lange es Wasser durchhält, das habe ich ja gemerkt. Vielleicht gerade mal eine Viertelstunde. Aber trotzdem hält er ganz warm. Und wenn man das zweis kombiniert und dann vielleicht noch, muss ich mal gucken, ob ich da jetzt so reinkomme, es ist jetzt mein alter Lederhandschuh, kann man dann auch noch hier so reinziehen. Ich glaube, das passt jetzt. Oder? Passt es? Doch, das passt gut. Nachteil davon ist eben, dass man dann in der Bewegung sehr eingeschränkt ist, aber man hat keine kalten Finger mehr. So. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über ein Like oder über ein Abo würde ich mich natürlich freuen und man sieht sich beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.